Yo Leute, was geht ab? Willkommen zum zweiten Video heute hier auf meinem Kanal, hier auf Julex. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Vor circa einer Stunde habe ich ein Video hochgeladen, wo ich noch gesagt habe, es gibt einen Leak, nachdem vielleicht das Casino-DLC erscheinen könnte. Leute, es gibt eigentlich jetzt die Bestätigung, dass das nächste Update in GTA Online, das Sommer-DLC 2019, das Casino-Update sein wird. Wieso, weshalb und was sich jetzt schon verändert hat in der Open Lobby, ich erkläre es euch in diesem Video. An der Stelle aber noch eine ganz kurze kleine Information, dass ich heute um 20 Uhr live sein werde und einen Hype-Stream für das Casino-DLC veranstalten werde. Das bedeutet, wir können uns über das Casino-DLC unterhalten, können mal überlegen, was könnte sich denn da so ergeben, was könnte da so passieren und uns auch nochmal in der Open Lobby live die Veränderungen anschauen, die bereits stattgefunden haben. Also stellt euch auf jeden Fall einen Wecker und seid um 20 Uhr im Livestream mit dabei. Aber nun haben wir auch genug rumerzählt, lasst uns jetzt direkt mal mit diesem Video hier starten. Let's go! Was ist heute in GTA Online passiert? Wenn ihr euch mal zum Casino begebt, dann werdet ihr feststellen, dass sich hier einiges verändert hat. Zum Beispiel am Eingang. Am Eingang ist zum Beispiel dieser Coming Soon Banner verschwunden. Über die ganze Zeit von GTA Online, all die Jahre, hing ein Banner vorne am Casino, wo dran stand Coming Soon. Und dieser ist jetzt auf einmal verschwunden. Er wurde nicht ersetzt oder so, er ist einfach weg. Aber das ist nicht das Einzige. Direkt vor der Tür am Casino, direkt am Eingang, hat sich noch mehr ereignet. Dort ist nun nämlich eine Baustelle. Man sieht dort einen Müllcontainer, einige Bretter, einen Scheinwerfer, einige Absperrungen und wesentlich mehr. Also zeigt uns hier das Ganze, dass Rockstar Games bzw. die Arbeiter von Los Santos gerade hier irgendwie im Casino arbeiten. Nochmal zum Verständnis, all diese Sachen waren gestern noch nicht da. Gestern war hier noch keine Baustelle und gestern war auch noch dieses Opening Soon Banner vor der Tür. Ein Bild, was das Ganze ganz gut vergleicht, finden wir bei GTA Serious Videos. Ihr seht hier links auf der Seite, so wie es gestern noch war, und rechts auf der Seite, wie es nun ist. Ihr seht mehrere Unterschiede. Schaut mal auf das Bild unten links. Was sehen wir dort? Wir sehen zum Beispiel oben links an der Tür eine Kamera. Ansonsten sind da zwei Bäume, einige Plakate und sonst ist es alles relativ aufgeräumt. Auf dem rechten Bild sehen wir, wie es jetzt ist. Wir haben den Müllcontainer, wir haben so Zementsäcke, wir haben Absperrungen vor der Tür. Wir haben diese Holzbretter, dieses Licht und oben links die Überwachungskamera, oben links neben der Tür, ist weg. Gut, ich glaube, das ist jetzt nur so ein Detail, aber trotzdem, es zeigt, dass Rockstar Games nicht nur ein bisschen was da vorgestellt hat, so ein bisschen lieblos, sondern auch noch dran gedacht hat, irgendwie mal Sachen wegzunehmen von vorher. Jetzt kann man natürlich überlegen, was bedeutet das Ganze? Und ich glaube, es ist nicht schwer darauf zu kommen, dass das Ganze heißt, dass wir wohl bald ein Casino-Update in GTA Online erwarten dürfen. Was das Ganze aber noch interessanter macht, ist der Fakt, dass das nicht die einzigen Veränderungen sind, die an dem Casino vorgenommen werden. Tech2 hat bereits bestätigt, dass am Casino in den nächsten Wochen noch einige Veränderungen durchgeführt werden sollen und dass diese Veränderungen immer heftiger werden sollen, je nachdem wie näher wir an den Release von dem Update rücken. Also ihr merkt Leute, endlich ist es soweit, in GTA Online gibt es nun endlich mal wieder neue Sachen zu erspähen und herauszufinden. Heute Abend 20 Uhr im Livestream reden wir nochmal über das Casino-Update und was unsere Hoffnungen und Erwartungen sind. Es wird heute zum Livestream wahrscheinlich keine Benachrichtigung rausgehen, da man am Tag nur 3 Benachrichtigungen als YouTuber schicken kann und 3 Videos kommen werden. Sprich, das Eventwochenvideo kommt noch, dieses hier und eben das Casino-DLC-Video. Sprich, sind schon 3 Videos, da wird für den Livestream keine Benachrichtigung mehr rausgehen. Umso wichtiger ist, dass ihr euch einen Wecker stellt. Jetzt bin ich auf jeden Fall raus, Leute. Ich wünsche euch noch einen schönen und vor allem angenehmen Tag. Haut rein, bis bald und Peace. Hard with me, 'cause you cannot be for real.